Guten Tag. Heute möchte ich euch gern etwas im Zuge unserer Podcast-Reihe über ein sehr wichtiges Urteil erzählen. Es ist das Urteil vom Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg mit Beschluss vom 3. August 2015 und dem Aktenzeichen 13 UF 5015. Nun, was ist das Besondere an diesem Urteil? Hier wird nach ganz, ganz junger Rechtsprechung einmal die gemeinsame Sorge gegen den Willen eines Elternteils durchgesetzt und somit voll auf unserer Linie die gemeinsame Sorge als das Nonplusultra fürs Kind herausgestellt. In dem Urteil gab es eine typische Situation. Die Eltern haben sich getrennt. Der Vater begehrte die gemeinsame Sorge. Die Mutter lehnte diesen Antrag ab. Und die Verfahrensbeistände waren natürlich nicht für eine gemeinsame Sorge, genauso wenig das Jugendamt. Aber das Gericht ist hier dennoch dem Antrag des Vaters gefolgt. Und im Einzelnen werde ich euch jetzt versuchen zu erklären, wie das begründet wird, damit ihr auch einen Anhalt dafür habt, wie ihr in eurer Angelegenheit begründen könnt. Solche Urteile findet ihr ganz normal bei OpenJur oder sonstigen Anbietern. Ihr könnt sie frei googeln. Sie sind nicht in irgendeiner Art und Weise gebunden oder finanziell belastet. Solche Urteile sind in der Regel aufgebaut. Erst hat man den Tenor, also den Beschluss und die Entscheidung und danach die Begründung. Das ist der sogenannte Urteilsstil. Damit ihr das hier ein bisschen besser erkennen könnt, habe ich euch das mal kopiert in ein Word-Dokument und etwas vergrößert. Der Tenor lautet also hier, dass die elterliche Sorge sowohl dem Antragsteller, also dem Vater, und der Antragsgegnerin, der Mutter, gemeinsam übertragen wird. Und zwar entgegen der Empfehlung von Verfahrensbeistand und Jugendamt. Und wie das am Ende begründet wird, das möchte ich euch an einigen Stichpunkten sozusagen erklären. Ich möchte euch bitten, dieses Urteil zu lesen, weil ich natürlich nicht alle Argumente des Gerichtes hier aufgreifen kann, aber ich habe versucht, die wesentlichen Punkte und das Nonplusultra, was hier sozusagen als Novum da ist, herauszustellen. Gehen wir einmal weiter nach unten. Eine kurze Ergänzung noch: Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 3.000 Euro festgesetzt. Lasst euch von dieser Summe nicht irritieren. Das heißt nicht, dass irgendeiner 3.000 Euro bezahlen muss. Das ist lediglich ein Wert, den das Gericht festsetzt, damit sich daran die Kosten der Verfahrensbeteiligten und der Anwälte bemessen. Die Gerichtskosten haben hiermit nichts zu tun. So, hier kommen jetzt schon die Begründungen oder die Gründe, warum das Gericht so entschieden hat, die gemeinsame Sorge besser beiden zu übertragen. Als allererstes werden immer die Argumente der einzelnen Anträger bzw. der einzelnen Beteiligten aufgeführt. Hier haben wir ganz typisch, der Antragsteller hat behauptet, die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Eltern seien durch die Antragsgegnerin verursacht. So, die Kindesmutter hat dagegen argumentiert, die massiven Spannungen zwischen den Eltern macht eine Kommunikation unmöglich, die zur Ausübung der gemeinsamen Sorge erforderlich sei. Wie wir alle wissen, sind solche Aussagen in der Regel ein Produkt der Beratung durch Anwälte, durch Vereine und auch durch das Jugendamt und die Verfahrensbeistände. Das heißt also, die Kommunikation war ja von jeher das Totschlagargument für die gemeinsame Sorge. Und diesen Totschlagargument hat man hier jetzt endlich, ich sag's mal salopp, die Knie gebrochen und ist damit quasi mundtot gemacht. Wir fahren hier fort. Die Antragsgegnerin habe Angst, der Antragsteller wolle ihr das Kind wegnehmen, so erklärt es die Verfahrensbeiständin. Der Antragsteller entgegnet, dies sei nicht seine Absicht, sondern er wolle durch die gemeinsame Sorge verhindern, dass die Antragsgegnerin den Umgang erschwere. Also die klassische Situation. Lasst euch nicht täuschen, der Verfahrensbeistand hat auch in diesem Falle davon abgeraten, hier die gemeinsame Sorge durchzusetzen. Und ich finde es gut, dass hier dem nicht gefolgt wurde. Das Jugendamt hat gemeint, eine gemeinsame Sorge könne nicht funktionieren, weil sich die Eltern wegen jeder Kleinigkeit vor Gericht streiten würden. Das ist diese klassische Haltung des Jugendamtes, das nicht versteht, dass ein Nichtbeheben bzw. ein Nichtbeilegen des Streites einfach mal nicht dazu führt, dass man sich sozusagen einigt und aufhört zu streiten. Und die Belassung der Sorge bei einer Person ist eben nicht Kindeswohl. Aber dieses veraltete Denken werden wir in anderen Podcasts noch weiter anprangern und hoffen, dass sich da endlich mal was ändert. Kommen wir nun zu einigen Argumenten.
Hier hatten wir noch eine kurze Beschwerde. Das ist ja ein Oberlandesgericht. Das heißt also, dass sozusagen eine Beschwerde gegen einen bereits bestehenden Beschluss eingelegt wurde. Die Mutter hatte das hier begründet mit, sie hält die gemeinsame elterliche Sorge für nicht möglich und zielt wieder auf die nicht bestehende oder schlechte Kommunikation ab. Der Verfahrensbeistand hat hier in der Beschwerde auch nochmal wiederholt, dass es besser wäre, die elterliche Sorge nur bei der Antragsgegnerin zu belassen. Und auch das Jugendamt meint, dass es unwahrscheinlich ist, dass eine gemeinsame Sorge funktionieren kann, wenn die Kommunikation so kontrovers sei. Das zum Hintergrund der Beschwerde, und das Oberlandesgericht hatte nun zu entscheiden und stellt halt zum Beispiel darauf ab, die elterliche Sorge ist dem Antragsgegner und der Antragsgegnerin gemeinsam zu übertragen, und das widerspricht eben nicht dem Kindeswohl nach 1626 Anton Absatz 2 BGB. Und das ist ein Novum. Ein ganz, ganz aktuelles Novum, und das könnt ihr in euren Verfahren, den Jugendämtern, den Verfahrensbeiständen, den Gerichten sozusagen um die Ohren hauen, damit sie endlich mal mitbekommen, was hier los ist. Als ganz wichtige Argumentationshilfe werde ich euch einige Anratungen geben. Zum Beispiel erklärt jetzt das Gericht, verteidigt sich die Mutter gegen den auf die gemeinsame Sorge gerichteten Antrag des Vaters allein mit dem Vortrag, die mütterliche Alleinsorge sei generell am besten für das Kind, wird sie unterliegen müssen, weil die konkreten Anhaltspunkte nicht dargelegt hat, die ihm zu entscheidenden Einzelfall gegen die Kindeswohldienlichkeit der gemeinsamen Sorge sprechen könnten. So, das heißt also letztendlich, es gibt keine beste Erziehung für das Kind, und nicht die mütterliche Alleinsorge ist das Beste für das Kind. Bums aus, Feierabend. Ja. Als weitere Argumentation haben wir zum Beispiel, der Vortrag der Antragsgegnerin, also hier der Mutter, des Verfahrensbeistandes und des Jugendamtes, die Eltern seien zur Kommunikation miteinander nicht in der Lage, ist nicht geeignet, die Vermutung zu erschüttern, die gemeinsame Sorge diene dem Kindeswohl. Das ist die Ohrfeige ans Jugendamt, das ist die Ohrfeige an jeden Verfahrensbeistand, und das müsst ihr hochhalten. Und dann kommen wir noch zu einem sehr schönen Sachen. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Kernpunkt, und den müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Festhalten an der elterlichen Sorge allein der Mutter kann dazu dienen, eine unüberbrückbare Meinungsverschiedenheit zu beheben, und dies kann sich günstig auf das Kind auswirken, wenn zu erwarten ist, dass die Eltern die Gerichtsentscheidung als eventuell unliebsam, aber doch als verbindlich hinnehmen und deshalb ihren Streit nicht fortsetzen, sondern als unabänderliche Entscheidung betrachten. Diese günstige Prognose einer Ablehnung der gemeinsamen Sorge muss gestellt werden können, wenn dem gesetzlichen Leitbild gemeinsamer Sorge abgewichen werden soll. Nicht die Übertragung der gemeinsamen Sorge bedarf eines besonderen Grundes, sondern die diese, denn auch nochmal. Nicht die Übertragung der gemeinsamen Sorge bedarf eines besonderen Grundes, sondern die dieses Ergebnis ablehnende Entscheidung. Heißt übersetzt, nicht die Alleinsorge ist das Nonplusultra und ist das, was sozusagen als genereller Grundsatz für die Gerichtsentscheidung und für die Entscheidung des Jugendamtes dastehen soll, sondern es muss begründet werden, warum von der gemeinsamen Sorge abgewichen wird. Und das ganz explizit. Das heißt also, die gemeinsame Sorge ist bei Trennung generell das, was anzusetzen und anzunehmen ist, als das für das Kind am besten geeignete. Und das ist hier der zentrale Punkt, der sozusagen nochmal herausgestellt wurde vom Gericht. Es gibt noch etliche andere, die sich jetzt auf die spezielle Situation zwischen der hiesigen Mutter und dem hiesigen Vater in der Situation beziehen, die auch übertragen werden können auf andere Familiensituationen, weil sie ja im Grunde immer sich irgendwo ähneln. Ich habe sozusagen nur mal die wichtigsten herausgestellt. Lest es euch durch, nehmt es mit in eure Argumentation auf, und wenn ihr Fragen habt, wendet euch an uns. Viel Spaß noch!